Liebe Herr Tanerin und Herr Tanner, ich bin's Lena. Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen und deshalb nehme ich euch heute mit hinter die Kulissen und ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit. Also ich habe mich jetzt in den Heiligen Hallen ein bisschen vorgewagt und befinde mich aktuell in der Mannschaftskabine. Wir haben ungefähr 6:45 Uhr, die Jungs befinden sich noch im Mannschaftsbus. Hier ist aber schon alles vorbereitet für das ganz große Match. Hier passiert die Magie vor dem Spiel. Mannschaftsbesprechung. Hier bereiten sich die Jungs vor. Wir können noch mal hier rauf. Da ist nämlich der Zaubertrank drin, den unser Physiotherapeut Freddy immer macht für die Jungs. Ja, das gibt es dann vor dem Match noch einen Drink, damit sie richtig, richtig viel Kraft für heute haben. Also hier ist alles vorbereitet und gleich kommen die Jungs hier an. Also so langsam geht der Puls ganz schön nach oben, denn ich habe gerade gehört, der Mannschaftsbus wird kommen. Ihr werdet ihn jetzt hinter mir reinfahren sehen. Die Jungs erreichen jetzt also das Stadion. Alle vermutlich im Tunnel jetzt gerade. Und wir sind mal gespannt, welchen ersten Eindruck wir so bekommen. Wir kommen ja aus dem Mannschaftshotel, waren ja die vergangenen Tage in Kienbaum und haben jetzt nochmal gesammelt. Voller Fokus, wie wir sehen. Sehr gut. Sehen wir auch Olli Christensen, der heute vor seinem Bundesliga-Debüt stehen wird. Und dann in einem so wichtigen Spiel, ja, das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Stadionsprecher, ja. Und Udo, wir haben ja diese Saison und auch die letzte Saison einige Shows miteinander gemacht. Wir haben viel über Hertha geredet. Was sagt deine blau-weiße Fanszene denn heute? Sie ist wie eine Flipperkugel und flippert von links nach rechts. Ich bin so hardcore aufgeregt. Mir ging es richtig scheiße, aber als ich zum Stadion gekommen bin, die Ringe gesehen habe und alle Blau-Weißen auf dem Weg zum Stadion, da habe ich richtig Bock gekriegt und glaube, gemeinsam für Hertha schaffen wir das, für Blau-Weiß, für die Fahne. Wir müssen da einfach gemeinsam durch.
Was muss im Rückspiel besser werden, Nick? Ich glaube, jeder legt nochmal ein Stück drauf und dann gewinnen wir das Ding da drüben. Es ist ein Tor. So ein Gammeltor ist ja auch ein Witz. Keine Auswärtstorregel mehr? Ja, eben. Deswegen werden wir da alles nochmal reinhauen. Wir können offensiv draufgehen, wir können alles machen. Und ich glaube, wenn dann diese Handbremse vielleicht im Kopf, die vielleicht noch ein bisschen irgendwo da war, dann auch raus ist, dann machen wir das und dann werden wir das Ding nochmal holen. Was soll ich sagen? Wir haben uns das alle heute anders vorgestellt. An dieser Stelle trotzdem nochmal danke für euren wirklich massiven Support. Also es war eine ganz einzigartige Stimmung hier in dem Stadion. Und ich sag nur so viel, der 1. FC Köln in der vergangenen Relegationssaison auch das Hinspiel verloren und dann eben noch zurückgekommen im Rückspiel. Es gibt nicht mehr die Auswärtstorregel, das vielleicht noch ein Hoffnungsschimmer. Wir haben noch alles in der eigenen Hand und ich hoffe, wir packen es im Rückspiel in Hamburg. Das war's jetzt von mir.